So, einen wunderschönen zusammen. Jetzt muss ich mal gucken, ob das hier mit der Spielaufnahme klappt, weil irgendwie blendet er schon wieder nicht ein. Einmal mit Profis, ich weiß. Das soll genau das heißen, was es ist. Typisch Frau. Frauen, shoppen. So, gab es hier eigentlich schon wieder irgendein blödes Update, was ich wieder nicht mitbekommen habe? Was hatte ich denn beim letzten Mal gemacht, wo das wieder nicht lief? Haha, keine Ahnung. Und bei euch, soweit alles klar? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich sehen? Naja, sehen könnt ihr momentan noch gar nichts, ich weiß. Oh, 12 Uhr. Die Sirenen gehen bei uns los. Ich finde das gerade ein bisschen blöd, weil ich müsste jetzt eigentlich eine Fensteraufnahme machen, was mir ziemlich stinkt. Aber Moment, ich kann noch mal was probieren. Ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Bin mir nicht sicher, aber Versuch macht klug. Sag ich doch. Scheiß Anti-Cheat. Pimps! Ja, aber genau deswegen guckt ihr mir ja zu. Eben weil ich der Noob bin, ne? Du würdest mich anmeckern? Na, da bin ich aber gespannt. So, bevor es losgeht. Gefällt mir der Chat da irgendwie noch nicht so ganz. Obwohl, doch, kann man so lassen. Passt. Ja, ich probiere etwas und es wird nicht in die Hose gehen. Das klang jetzt falsch. Das klang verdammt falsch. Aber was soll's? Moin Spider 1996. Habe ich schon erwähnt, dass ich eigentlich ein Verrückter bin, dass ich mir das hier heute antue? Natürlich. Wie sollte es denn auch anders sein? Okay, das habe ich, das habe ich, das habe ich. Das kann erstmal zu. Gut. Okay, ich hatte im letzten Stream gesagt, ich würde ganz gerne bei der alten Map weitermachen. Dadurch, dass das heute aber so ein mega langer Stream wird, habe ich mich da mal konkret gegen entschieden. Den Chat ein bisschen höher, ja gut. Das könnte ich natürlich machen. Setze ich ihn mal dahin. Und wo ist der Text? Da ist der Text. Kann man machen, ne? Yay, pünktlich zum Streambeginn fangen die Scheißtüren von den Nachbarn an zu kläffen. Ist das nicht ein geiles Timing? Das halte ich für ein Gerücht, Ivy.
Ich weiß nicht, ob du in deiner Freizeit irgendwie mal streamst und dabei kein Höschen anhast, aber ich schon. Das möchte ich nur noch mal betonen, nicht, dass hier irgendwas aufkommt, was nicht so der Wirklichkeit entspricht. Okay, die Settings einmal für die heutige Welt. 35% Nacht, Difficulty Nomad. Vielleicht wird das zum späteren Zeitpunkt noch mal geändert, weiß ich nicht, werden wir sehen. Dip, 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 das ist soweit Standard. Der Tag-Nacht-Zyklus ist 40 Minuten insgesamt, Blockstabilität 100%, Loot-Häufigkeit ist bei 50%, Loot-Respawn bei 7 Tagen. Ich verliere nur meinen Gürtel, das ist auch ganz okay so. Die doofen Zombies werden sich 30 Sekunden an mich erinnern. Es ist ein Medium-Spawn eingerichtet. Craft- und Loot-Timer sind auf normal. Airdrops sind ausgeschaltet. Sind sowieso verbuggt, kein Mensch sieht sie, also ist es eh egal. Und der Cheat-Mode ist natürlich aus. Name der Map wird sein Stream 0205 2015. Welch ein Wunder. Gut, wollen wir loslegen? Ich bin ja ein bisschen nervös, muss ich sagen. Ich will ja einen relativ guten Start hier jetzt hinlegen, ohne gleich komplett auf die Schnauze zu fallen. Ja, ich bin gerne die Ausnahme. Yes, Prärie. Danke. Das ist doch ein schöner Start. Du weißt, boah. Ich blende mal während des Streams die FPS noch mit ein. Einfach um zu gucken, ob die irgendwann Abgang macht. What? Also du weißt neun. Du kennst neun Streamer, die garantiert keine Hose anhaben und zwei davon sind weiblich. Yes, okay. Ich lasse das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Aber mir gehen hier FPS flöten und ich weiß nicht warum. Ja, du musst aber auch dazu erwähnen, dass du gerade unter der Dusche bist, warst, whatever. Das ist aus meiner Sicht nochmal ein gewaltiger Unterschied wieder. Oder? Ja, gut. Hast recht. Mit dem Nickname hätte ich auch jetzt gar nichts anderes erwartet, irgendwie. Hase. Hase tot. Wo ist Hase? Ich will Hase jetzt sowieso noch nicht haben. Welches Problem? Hier gibt es keine Probleme. Alles cool. Ein paar Vogelnester wären noch nicht schlecht. Haben die zufällig hier was an der, an dem Gras in der Prärie geändert? Das kommt mir hier nicht mehr so dicht vor wie sonst anfangs. Kann ich mich jetzt auch täuschen? Ich glaube einfach, ich täusche mich. Aber die irgendwie nicht vorhandenen Vogelnester kann man jetzt wesentlich besser sehen. Geht ganz schön runter hier, die Frames. Von im Schnitt 60 FPS auf stellenweise 16 runter ist schon ein ziemlich großer Sprung, wie ich finde. Das schreibe ich jetzt aber einfach mal der Prärie zugute.
Da dieses Biom zumindest bei mir dafür bekannt ist, Frame Drops auszulösen. Ich finde es auch gerade bemerkenswert. Eigentlich zieht OBS nicht so viel Leistung. Also da ist mein Aufnahmeprogramm schlimmer, was das angeht. Wir werden mal zusehen, dass wir hier aus der Prärie rauskommen. Ja, das mit den Minen, das ist wirklich einerseits sicherlich ein Manko, andererseits, gut, ich finde es jetzt nicht so rapide. Jemand schlachtet einen Hirsch, auch gut. Kann ich mir noch ein paar Pfeile machen? So, was brauche ich denn jetzt noch eigentlich? Wenn die Pfeile fertig sind, habe ich dann noch... Nö. Ich finde es schade, ich liebe die Prärie, aber dass die so FPS-lastig ist, finde ich nicht ganz so in Ordnung. Ja? Oh. Gar nicht gesehen. Ja, sicher, klar. Kann ich auch verstehen. Also ich habe mir damals auch immer recht gerne eine Mine angelegt. Zumal sie auch einen sehr guten Schutz bietet. Das tun die Höhlen hier zwar auch, aber erstmal eine passable finden ist wieder so dieses Problem. Okay, wir wollen irgendwie mal zur Straße kommen. Weil ich möchte möglichst schnell hier aus diesen... Nein. Du darfst leben. Noch. Da haben wir noch ein Vogelnest. Oh. 11 Stück. Das sieht doch gut aus. Da haben wir die Straße. Und, ja. Blöd. Gibt es hier eigentlich in diesem... Na huch. In diesem Biom nur Schluchten? Hier geblieben. Ich würde ja auf der einen Seite... ganz gerne die Stadt hier jetzt looten, aber ich bin auf diese ganzen Framedrops hier auch nicht so scharf. Ja, ja, wart's ab, Ivi. Immer mit der Ruhe. Guck mal, hier haben wir eine Tasche, das ist doch... Das ist doch... Ah. Das war nicht episch, aber... Hallo? Geht doch. Mal sehen, ob wir hier was Schönes Großes haben. Da hinten sieht doch was... was haben wir denn da? Das sieht doch nett aus. Ja, 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 nun wartet's ab. Seid nicht so ungeduldig. Das war knapp zu hoch.
Also die Stadt hier wird definitiv nur einmal kurz zum Loot gebrauchbar sein und danach verschwinden wir hier wieder. Beziehungsweise werde ich das Gefühl nicht los, dass wir schon per sofort verschwinden. Und die Stadt dann immer so nach und nach uns einverleiben werden. Weil ich würde wirklich ganz gerne hier jetzt erstmal aus diesem Radius raus. Zurückkommen können wir immer nochmal. Jault mich nicht voll, ich habe keine Pfeile mehr. Ups. Oh ja, und wie ich hier zurückkommen werde. Ganz definitiv. Ja. Naja. Also irgendwie so brauche ich Zielwasser. Momentan läuft das doch noch relativ gut. Bin ich zumindest der festen Überzeugung. Moinsen Diebel. Ja, Pistolenbuch. Das nehme ich doch gerne mit. Jetzt muss ich nochmal gucken, wie der charmanteste Weg aus diesem Biom raus wieder ist. Schwester! Nö, ihr seid langweilig. Wow, was ist denn hier los? Nein, Ivy, ich gehe jetzt nicht in den Werkzeugladen. Das Messer. Das wird eh wieder eingeschmolzen. Von daher, who cares? Da ich das Messer sowieso nie benutze, Ja, ich denke an das Delay. Ich denke immer an das scheiß Delay. Ich bin aber auch kein großer Freund von dem Delay, muss ich dazu sagen. Moinsen Bad in Trouble. Schön, dass du auch dabei bist. Diebel erstaunlicherweise nicht ein einziges Mal. Ich glaube aber, das war ein Fehler zu erwähnen, dass ich nicht einmal gestorben bin. Jetzt hauen sie alle nämlich wieder. Was? Der stirbt nicht? So ein Scheiß. Ach man, weg, weg. Braucht doch kein Mensch. Spring! Der hört sogar auf mich. Lebt zwar immer noch, aber der will ein Schwein jagen. Na, ob das passiert? Denn meines Wissens nach, Bad in Trouble, bist du der König des Verreckens in diesem Spiel. So, ich kenne mein Glück. Wir gehen über die Brücke und landen in einer anderen Prärie. Wetten? Verdammte Axt. Ich hätte die Schnauze halten sollen. Unglaublich.
Stoffrüstung wieder in Stoff, ja. Das ist mir letztens auch aufgefallen. Das war auch eine Zeit lang ziemlich verbuggt, muss ich sagen. Eigentlich wollte ich aus der Prärie raus und nicht in eine andere rein. Das finde ich jetzt scheiße. Irgendwie so. Das läuft hier gerade alles andere als flüssig. Na gut. Warum nicht? Genau, mach ihm mal Mut. Der kann das ganz gut gebrauchen. Ja, ich würde den Stoff auch gleich gerne mal anrühren, irgendwie so, aber erst dann, wenn ich hier nicht wieder 10.000 komische Freunde habe. Grunzt mich nicht an, Mann. Ich hasse es, wenn dieses Fadenkreuz hinter dem eigentlichen Bogen verschwindet. Habe ich schon wieder das Scheiß mitgenommen. So, das kommt wieder raus und gut ist. Goro stirbt irgendwie nicht so leicht, okay? Ach komm, hör auf zu wackeln. Dann nicht. Ich habe auch keine Lust, mich jetzt hier mit den Zombies rumzusulzen, nur weil ich zwei, drei, viermal nicht treffe. Ja, Ivy. Ivy, Entschuldigung. Ja, die nächste Stadt. Schön. Leider im falschen Biom. So, wir gehen mal Richtung Osten. In der Hoffnung, nicht noch in eine Prärie zu kommen. Ach, verzogen, verdammt. Level 5 schon, das ging ja fix. Was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht, dass ich ein Glücksschweinchen bin? Gar nichts gefunden, getan, gemacht. So, auf geht's, raus hier. Evie, ich sagte, ich komme da später wieder. Ich möchte aber erstmal hier aus diesem Bereich raus, weil mir hier die Frames abhauen. Und ich werde bei Weitem nicht in einen Laden reingehen, wenn ich kaum Frames habe, um überhaupt irgendwas zu sehen. Und dann auch noch voll gepackt mit tollen Sachen, die ich nicht unbedingt verlieren möchte.
Oh, ich habe nichts gegen das Sterben. Ich habe nur ein Problem damit, dass meine Wellness dann in den Keller geht. Das nervt mich immer. Wenn ich dementsprechend passende Mittel habe, um die Wellness wieder hochzukriegen, dann stört mich das Sterben eigentlich auch relativ wenig. Außerdem sollte es nicht in ein Survival-Game Sinn und Zweck sein, nicht zu sterben? Kann sein, dass ich mich da jetzt so irre, aber ich glaube, das ist eigentlich die Definition von Survival. Ja, die Nägel können hier bleiben. Sag mal, wie groß ist dieses Scheiß-Biom eigentlich? Ups. Hallo. Ja, ist es denn die Möglichkeit? Noch eine Prärie. Was läuft bei euch denn hier verkehrt? Prärie, Prärie, Prärie? Wie scheiße ist das denn? Moinsen Zack Attack. Kacke, Mann! Ich finde den Start jetzt gerade mehr als bescheiden. Fuck! Und dabei wollte ich gar nicht fluchen. Ja. Ja, blödes Vieh, wenn du da runterspringst. Ich glaube aber, Permadeath würden nicht allzu viele. Ich meine, klar, es hätte auf jeden Fall einen Reiz, aber es werden wohl nicht so viele benutzen. Komm. Ich dachte mal, ich habe von hinten eine gehört. Also ich sag jetzt mal so, nachdem sie jetzt die Bären einführen wollen, würde es sich für die Prärie anbieten, was Ähnliches zu machen. Ja, ich komme mir hier irgendwie vor wie im Film Dune. Überall nur, ne? Richtung Süden? Gut. Ich guck mal, was sich hier denn soll. Grrr. Naja, ihr seid langweilig. Tja, sagt das bin wohl ich. Die einzige Alternative, die ich jetzt natürlich noch hätte, wäre, dass ich in den Einstellungen den Image-Effekt ausstelle. Das wird zwar die Grafik ein bisschen runtersetzen, aber ich könnte erstmal in der Prärie rumlaufen.
Vorausgesetzt, ich komme irgendwann in die Settings rein. Und so wie das nämlich von der Uhrzeit aussieht, muss ich mich hier langsam mal einquartieren. Auch wenn mir das total missfällt. Aber ich habe da keine Option gerade. Ach, boah. Ich habe nämlich ehrlich gesagt ganz wenig Lust, mitten in der Nacht hier durch eine Prärie zu laufen, nichts zu sehen und, naja, zu sterben. Wir gucken mal in dem Haus hier. Die habe ich jetzt mal gar nicht gesehen. Scheiße, mir sind hier echt zu viele Zombies gerade. Das ist nämlich eins meiner größten Probleme. Wenn hier die ganze Zeit die Frames einbrechen, sehe ich nichts. Dann wird das auch mit den Zielen auf Dauer ein bisschen arg schwierig. Nein, meine Frau, die ist im Urlaub. Die kommt am Montag erst wieder. Die ist für eine Woche Mutti besuchen. Hör auf, hier mich anzugrunzen. Scheune in der Stadt ist nie ein gutes Zeichen. Nehme ich das Haus jetzt? Komme ich da rein, ohne dass sie mir die ganzen Vögel hier auf den Nerv gehen? Alter, ist das gerade hier pervers. Ach komm, das war doch richtig gezielt. Ich sehe hier überhaupt nichts, das nervt mich jetzt gerade echt. Meine Hütte. Sehe nix. Ich habe keine Pfeile mehr. Huch. Da, da und da. Wie weit haben sie denn die Reichweite von dem Messer ge... Oh. Ach komm! Damme ich nochmal. Das wird kein guter Start hier. Das war jetzt schon mal schlecht.
Oh je. Ich benötige noch ein paar Sticks, glaube ich. So, Moment. Ich habe ja gerade hier ein bisschen Luft. Vielleicht bringt das schon was. Sieht aber noch nicht danach aus. Arschloch. So, jetzt werden wir aber mal zusehen, dass wir da irgendwie in die Hütte reinkommen. Nein, es ist in der Tat nicht meine typische Zeit. Und Servus Garg. Knapp daneben ist auch vorbei. Mir reicht ja hier schon so ein kleines Loch, einfach um da reinzukrabbeln. Ach, Mensch. Was mache ich denn hier? Wer kommt wo? Wie? Was? Okay, sobald ich in der Hütte bin und das einigermaßen sicher ist, ja, ich weiß auch nicht, was mich geritten hat, Krian da nochmal drauf aufmerksam zu machen. Schön ruhig. Na, komm. Willst du mich jetzt verkurren? Oh, wegen den blöden Metallrahmen. Ja, nee, ist klar. Wir machen das mal aus. Das ist noch nicht wirklich besser. So, was mache ich denn jetzt mal? Habe ich noch mehr Brass irgendwo? Nö, ne? So, das mal dazu. Das. Irgendwas aus Metall vergessen. Brauche ich die Scheiben eigentlich? Nicht wirklich, ne? Da, könnt ihr sehen. Nicht einen! Nicht einen einzigen. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ivy erinnert mich heute irgendwie an meine verstorbene Oma. Die war auch permanent am Meckern.
Iwi, was ist los heute mit dir? So viel negatives Feedback habe ich von dir schon lange nicht mehr bekommen. Und nochmal Vitamine. Na. War doch mal eine schöne Ausbeute. Für den Fall der Fälle. So. No. Schwierig. Ja, das nehme ich dafür mal weg. Komm. Ivy hat Monatsanfang immer schlechte Laune. Okay. Also die Lichtausbeute von der Fackel gefällt mir noch nicht so wirklich. Also ich würde ja jetzt ganz gerne meine Grafik ein bisschen pushen, um hier ein bisschen den Frame Drops entgegenzukommen. Das Problem ist einfach, ich kann den Afterburner jetzt nicht anschmeißen, um eben den Takt ein bisschen zu erhöhen, weil dann OBS rummeckert. Ja, erstmal einen Schluck Kaffee. Ich würde ganz gerne hier ein bisschen aufräumen. Aber nö. Kann, glaube ich, erstmal noch so bleiben. So sieht das aus. Also ich fasse zusammen, du hast Monatsanfang immer schlechte Laune wegen der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Das ist doch mal ein Argument. Tü, 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 tü. Ja. Ach, verdammte Axt.
Nein, Ivi, das ist nicht gelogen. Der Stream hat vor einer Stunde und 17 Minuten angefangen. Das ist Fakt. Das Spiel läuft erst nach kurzem, seit kurz nach 12. Ja, das ist richtig. Aber der Stream läuft schon seit einer Stunde 18 Minuten. Ja, Gag, ich würde mich auch, glaube ich, ein bisschen einsam fühlen, wenn ich nicht andauernd deine Querschläge von der Seite hätte. Die brauche ich. Ja. Und sonst bei euch alles klar? Schön in den Mai reingekommen. Schleime nicht, ich bin nur ehrlich. Ab und zu. Hin und wieder kriege ich das auch hin. Ich weiß, das wird sich jetzt ganz negativ auf die Grafik auswirken. Aber das ist auch wirklich nur so lange, wie ich in diesem Biom bin. Danach setze ich das Ganze wieder hoch. Das kann hier bleiben. Das kommt mit. Eigentlich brauche ich auch die nicht. Muskelkater. Will ich wissen, was du getrieben hast? Was du siehst, jetzt kein Unterschied in den Grafik-Settings. Kann mich ja hier mal so hinstellen und mache jetzt nur mal. Es macht nicht viel aus. Das sind jetzt 13 Frames, die höher gehen, wenn ich die Schatten aushabe. Ich werde auch nochmal die Bäume auf Low stellen. Bringt jetzt momentan nichts, weil hier halt keine Bäume sind. Was könnte ich denn noch machen? Hier ist schon. Das ist schon. Okay, lassen wir jetzt erstmal so. Ist aber eine schön große Stadt und ich bin hier an der Biomgrenze. Ich werde jetzt gleich hier mal rübergehen. Bitte, bitte, lass es ein vernünftiges Biom sein. Weil die Stadt werde ich definitiv mir einverleiben. Das ist sicher. Früher oder später.
Speedrun durch den Parcours. Ja, du bist ja auch ein Verrückter. Servus Konrak. Konrak, darf ich vorstellen, das ist der Nightbot. Der mag kein Caps Lock. Aber ich glaube, das hast du gerade erfahren. ja, das Problem bei der SSAO ist einfach, ich kann die Grafikkarte entlasten. Nur wird das Ganze jetzt, wie du ja schon sagtest, auf den Prozessor gehen und der Prozessor übernimmt gerade das Stream mit. Also so oder so ist es keine wirkliche Option. Also es liegt jetzt auch definitiv daran, dass ich hier am Stream bin, ganz klar. Weil in der Aufnahme habe ich nie solche Probleme gehabt. Ist der drüben ernsthaft schon wieder? Ich hasse diese Welt. Irgendeine Dame stirbt hier gerade. Okay, wir folgen jetzt dem Fluss in Richtung. Krian, was sagt das? Sagtest du Süden, ne? Hängt die hier irgendwo im Kaktus drin oder was ist mit der los? Ups. Da habe ich einen Mini-Kaktus übersehen. Komm. Meine Güte nochmal. Na gut, ich werde mich erstmal außerhalb der Stadt bewegen. Oh, das nehme ich mit, das nehme ich mit. Das kann hier bleiben. Dann mache ich mir einen Charakter mit Bart, um ihn mit einem Bandana zu bedecken. Moinsen, der echte Feldi. Okay, also ich fasse jetzt einmal zusammen. Ich habe es wirklich seit Beginn des Streams erfolgreich geschafft, durch vier Biome zu laufen, beziehungsweise grenze jetzt an das vierte Biom. Und es war nur Prärie. Ohne Ausnahme. Ist das nicht schön? Weil da drüben ist schon wieder eine Prärie. Wobei, nee, das ist Wüste. Ist Wüste besser als Prärie? Wir werden es ausprobieren. Nicht wirklich. Tageslänge ist bei 40 Minuten insgesamt. Der echte Feldi in beiden Optionen, also auch ohne Anti-Cheat. Ach, Mann. Und ich merke, es wird Sommer. Ich habe hier schon wieder Fliegen in der Bude. Die nerven.
Beziehungsweise Korrektur. Momentan habe ich eine Fliege, aber die nervt für 10. Ja, das stimmt. In der Wüste kann man gut die ganzen Yucca-Geschichten und so weiter sammeln für die Bandagen. Ich werde mich hier auch in der Wüste jetzt niederlassen. Punkt aus. Ich werde die Stadt hier räumen und dann mache ich es mir hier gemütlich. Es kann also passieren, dass ich auch zur nächsten Pause den Stream einmal pausieren werde. Einfach um zu gucken, ob bei mir nicht irgendwas im Hintergrund läuft, was da jetzt gerade so immens Leistung zieht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das geht mir auf den Keks. Weil so schlimm war das die letzten Streams definitiv nicht. So, das futter ich jetzt mal. Schon wieder Vitamine. Hier haben wir doch noch was. Habe ich denn schon? Nein. Hallo, Veos Berönt. Das sieht doch gut aus, oder? So, wer hat sich beschwert hier wegen den Epic Loot? Es war nicht episch, aber passabel. Der kommt weg. Die kommt mit. Jetzt habe ich auch endlich eine Hose an. So, ich müsste eigentlich, beziehungsweise was heißt eigentlich, das mache ich, erstmal ein bisschen Holz sammeln. Also gar dem widerspreche ich mal jetzt ganz dezent. Weil wenn ich ein Spiel nicht mögen würde, würde ich es gar nicht spielen.